Afghanischer Frauenverein AWAS, Afghan Women Association Switzerland. Bislang konnten sie vielen alleinerziehenden Müttern und verwitweten Frauen in Afghanistan finanziell unterstützen. Khaleda Sajjad, eine der Gründerinnen des Vereins und Mitglied des Streikkollektivs in Bern, und Melinda Kürzi, Mitglied des Vereins AWAS, streiken mit uns für die Frauen in der Schweiz und in Afghanistan. Liebe Frauen, liebe Mitstreikerinnen, heute sind wir alle da, um unsere Rechte, für unsere Rechte zu streiken. Wir sind alle da, für die Rechte der Frauen zu streiken. Bewegungen wie diese ermutigen mich. Bewegungen wie diese ermutigen mich als Immigrantin, die Gleichberechtigung auch in meinem Heimatland Afghanistan anzustreben. Frauen und Mädchen in Afghanistan haben keine Rechte. Sie dürfen nicht in die Schule oder in die Uni gehen. Sie dürfen nicht arbeiten, nicht reisen, nicht einmal alleine das Haus verlassen. Sie sind von der Gesellschaft ausgeschlossen. Verwitwete, Alleinerziehende können diese Krise in Afghanistan nicht überleben. Sexuell anders orientierte Aktivistinnen werden verfolgt, gefangen genommen und getötet. Keine Arbeit, kein Geld, kein Essen, keine Freiheit. Wir helfen aktuell von unserer Gruppe aus nur punktuell und finanziell. Aber das reicht nicht. Die Frauen sind gefangen in ihren eigenen vier Wänden in ihrer Heimat. Wir von AWAS möchten den Grundgedanken des Frauenstreiks nach Afghanistan bringen, den Feminismus stärken. Die Frauen dort ermutigen, gemeinsam zu streiken. Der Frauenstreik soll Wellen schlagen bis ins Ausland. Er soll Frauen weltweit und insbesondere in Afghanistan ermutigen, auf die Straße zu gehen. Er soll Vorbild sein und das Symbol für die erreichten Ziele, auch für die Frauen im Ausland. Niemand kann und wird uns zum Schweigen bringen. Sagt mit uns zusammen: Frau, Leben, Freiheit! Frau, Leben, Freiheit! Frau, Leben, Freiheit! Zan, Zendagi, Azadi! Vielen Dank euch! Wie kann man euch eigentlich kontaktieren? Unsere Gruppe ist auf Social Media, Instagram und Webseite kontaktierbar. Wir helfen gerne den Frauen in Afghanistan und jeder ist willkommen mitzuhelfen, die Frauen dort zu ermutigen mit uns. Vielen Dank. Nun hören wir noch ein paar Worte.